Toko roti ini sedang memvaksinasi donatnya dengan rasa yang diisi dari jarum suntik. Menyuntikkan rasa manis ke dalam krisis kesehatan. Also grundsätzlich ist ja dieses Jahr, dass eigentlich Fasching ja eigentlich an sich ausfällt. Aber natürlich, die Krapfen gibt es trotzdem beim Riedmeier. Und mit dem letzten Krapfen wollen wir auch den Leuten ein bisschen gute Laune impfen. Die Schluckimpfung, das Besondere darin, wir haben oben einen Zitronen-Ingwer-Shot. Da kriegt man erstmal das Impfgesicht und danach kräftig in den Krapfen reinbeißen und eine Passionsfrucht-Kokos-Chia-Füllung überrascht euch dann und bringt das Lächeln ins Gesicht.